Indien. Lieber Stuart, wie der Name schon sagt, leben Indianer. In 80 Tagen, unter allen Umständen, wollen Sie mit die Reise unternehmen? Gott bewahre, nein. Wenn ich den Nachrichten schon Glauben schenken soll, wonach die Erde eine Kugel ist, dann kann doch niemand von mir verlangen, dass ich auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Kopf nach unten laufe. Aber ich gehe mit Ihnen eine Wette ein. Abgemacht. Das ist zu starkköpfig von Ihnen, lieber Fogg. Die Zeit von 80 Tagen ist doch nur als Minimalzeit berechnet. Ein richtig genutztes Minimum reicht zu allem. Mein lieber Herr Fogg, Sie müssten wie ein Floh aus den Dampfschiffen in die Eisenbahn springen. Das mit mathematischer Genauigkeit. Dann springe ich eben mit wie ein mathematischer Floh. Ich wette 20.000 Pfund, dass ich die Reise um die Welt in 80 Tagen, das sind 11,42 Wochen, das sind 2,66 Monate, das sind 115.200 Minuten, 6.912.000 Sekunden vollbringen. Da wir heute den Mit einem großen Spektakel wird das Zittauer Gerhard-Hauptmann-Theater auf eine abenteuerliche Reise gehen. Anlässlich des 125. Jubiläums der Zittauer Phänomenwerke haben sich die Theatermacher was ganz Besonderes einfallen lassen. Mobilität ist ein spannendes Format mit insgesamt 4 Stücken. Hier kann sich der Theaterzuschauer an der Abendkasse für verschiedene künstlerische Facetten entscheiden. Ein phänomenales Erlebnis für Groß und Klein im Dreiländereck. Die Wette geht! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lampenfieber. Heute möchten wir Ihnen eine ganz besondere Produktion hier am Zittauer Gerhard-Hauptmann-Theater vorstellen. An meiner Seite ist jetzt der scheidende Schauspielintendant Herr Carsten Klöthner. Guten Tag. Guten Tag. Es ist ein Theaterspektakel, Mobilität, 4 Bühnen. Was wird denn zu erleben sein? Ja, zu erleben sein wird ein Spektakel im ganzen Haus. 4 Bühnen heißt, wir spielen auf der Hauptbühne natürlich, wir spielen auf der Hinterbühne, wir spielen im Foyer und wir spielen auf einer Probebühne. Ja, es gibt 4 Stücke zu sehen. Das Ganze hat das Zentrum Jules Vernes Abenteuerklassiker in 80 Tagen um die Welt. Und darum herum gibt es noch 3 weitere Produktionen, wo der Zuschauer 2 von diesen kleinen sehen kann. In 80 Tagen um die Welt haben Sie gerade schon angekündigt. Warum bringen Sie diesen Abenteuer-Epos eigentlich auf die Bühne? Ja, da müsste man jetzt anfangen, warum bringen wir Mobilität auf die Bühne? Ein Thema, was, glaube ich, zu allen Zeiten aktuell war. Warum sind Leute damals aufgebrochen mit dem Schiff ins Ungewisse? Warum gab es die Völkerwanderung? Warum verlassen nach wie vor so viele Menschen die Oberlausitz? Also Bewegung, Mobilität spielt eine große Rolle für die Menschen zu allen Zeiten. Und wir haben in diesem Projekt versucht, dieses Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und da ist Jules Vernes Abenteuerklassiker natürlich eine gute Möglichkeit, Mobilität darzustellen. Weil zu der damaligen Zeit war es ein großes Abenteuer, nahezu unmöglich, die Welt in 80 Tagen zu umrunden. Heutzutage, ja, mutet das ja lächerlich an, wenn man ins Flugzeug steigt und einmal um die Welt reist. Was wurde denn mobil auf der Bühne eigentlich gezeigt? In diesem Fall wird diese ganze Reise gezeigt um die Welt in 80 Tagen. Das stellt natürlich unsere ganze Bühnentechnik vor große Herausforderungen. Und es wird dadurch gelöst, ohne der Inszenierung von Silke Johanna Fischer vorzugreifen, dass wir mit Elementen des Schattentheaters arbeiten, dass das Bühnenbild zweidimensional ist, dass man also Ballonfahrten und Schifffahrten mit schnellen Umbauten zeigen kann. Und in den anderen 3 Inszenierungen wenden wir uns anderen Formen der Mobilität zu. Ich beginne vielleicht mal mit der nahezu Nicht-Mobilität in dem Internetstück von Glattauer, Gut gegen Nordwind, wo 2 Menschen in 2 Räumen sich nahezu nicht bewegen und nur über dieses moderne Medium miteinander kommunizieren, also virtuell mobil sind. Und dann haben wir noch 2 regionale Themen, die vielleicht den einen oder anderen aus der Gegend interessieren könnten. Zum einen die Herrnhuter Missionare, die damals auch im 18. Jahrhundert aufbrachen, ins Ungewisse die Welt zu entdecken, zu missionieren, zu erforschen, und der Zittauer Utopist Prieber, der
auch nach Nordamerika aufbrach, um dort seine Vision von einer Gesellschaft zu leben. Das Ganze, die anderen Produktionen vielleicht noch zur Ergänzung, Gut gegen Nordwind wird von Stefan Bestier inszeniert, der hier auch den Jugendclub geleitet hat und Oscar oder Dame in Rosa inszeniert hat. Der Priber wird von Hans Narva in Szene gesetzt, der dann am Premierenabend auch zusammen mit Herbst in Peking die Premierenfeier musikalisch umrahmt. Und Terra Incognita, das Stück über die Herrnhuter Missionare, wird von René Schmidt inszeniert, der ja den Zitterern bekannt ist durch die Blumen, Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran. Also kann man schon sagen, es ist ein Theaterspektakel, was die Zitterer noch nie erlebt haben? Das ist eine nie erlebte Form. Also man hat zu Beginn, wenn man in das Theater kommt, die Möglichkeit, aus den drei Produktionen sich eine auszuwählen, aus den drei kleinen, geht danach zum Hauptstück auf die große Bühne, 80 Tagen um die Welt von Jules Verne, was ja, glaube ich, auch ein Spaß für die ganze Familie sein kann, und hat im Anschluss noch die Möglichkeit, ein zweites dieser drei kleineren Stücke zu sehen. Also wenn man alles sehen will, muss man eigentlich zweimal kommen. Sie gehen ja bald auch wieder auf Reise, gehen nach Chemnitz zurück. Was werden Sie an Zittau vermissen? Ach, an Zittau werde ich einiges vermissen. Das wunderschöne Theater, die wunderschöne Umgebung, die herzlichen Menschen, ja, und die schöne Zeit, die ich hier verbracht habe. Vielen Dank, Herr Klöner, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und übrigens, in den nächsten Tagen feiert die Produktion Premiere am Zittauer Gerhard-Hauptmann-Theater. Weitere Informationen und Karten, Tickets gibt es auch im Internet unter www.g-h-t.de. Ich bin schneller, ich bin sicher. Geheimagent oder Klappfisch. Fix, Geheimagent 0815. Ich bin schlau und auch gewitzt und ruhe nicht bisher.